Hallo und herzlich willkommen zurück zu FIFA Let's Play FIFA 13 und wir gehen jetzt erstmal kurz in den Transfermenü, gucken uns kurz an, nämlich noch 13 Spiele sind offen. Dann könnt ihr nämlich wieder entscheiden, wen wir denn kaufen und wen nicht. Ja, verkaufen geht wieder, aber auch nur, ich glaube, wie viele haben wir noch Punkte? Ich glaube 8 oder so. Wir können also höchstens 8 Leute kaufen oder verkaufen, also insgesamt. Und ja. Dann gehen wir mal auf Taktiken und Formation und gehen mal auf Anpassen und wir machen mal eine Fixi-Foxi und ja, wie kann man die machen? Wir nennen die einfach mal die Formation, wie ich sie so gerne nenne, so, achso, so, machen wir mal die 4 da unten, 3, 1. Zwei Taktik mit einem defensiven Mittelfeldspieler, defensiven Stürmer. Nämlich, indem wir halt in der Offensive die mal, na. So, mit der Genauigkeit haben wir es nicht, ne? Genau, so, dann. So. Im Mittelfeld, die Verteidiger sollen auch mal schön hinten bleiben. Nicht, dass man dann überrannt wird. So, Mittelfeld darf so bleiben. Ja, das sind das hatte ich glaube ich auch schon mal bei meinem einen Let's Play, nämlich im Server, da hatten wir das auch ziemlich früh, dass wir den einfach umgestellt haben. Nein, der soll dann hier schön da sein. Der auch noch da sein. So, Defensive. Die beiden über der Linie vorne. Der Rest so richtig. In der Mitte dasselbe. Damit die vorne nämlich angespielt werden können. Rein theoretisch. Aber nur aus der Theorie, aus der Praxis sieht das ja natürlich anders aus. So. Und bei der Offensive lassen wir das mal so. Dürfen sie alle nach vorne. Außer die Verteidiger, die bleiben hinten schön stehen. Die sollen hinten absichern. So, zack. Und das vorletzte mit dem Offensiv. Es ist zwar auch, es gehört dazu, zu diesem Spiel, diese Taktiken auch mal anzusehen, wie dies mit den Taktiken erstellt wird. Man hätte das auch rein theoretisch rausschneiden können, müssen, sollen, oder nö, muss nicht sein. So, wir haben die Defensive nach hinten, gestellt. Damit nämlich nicht zu schnell bei einem Konterangriff, derenseits dann ein Gegentor passiert. Zack. So, defensiv würde ich mal sagen, dasselbe Spiel. Obwohl. Ja, trotzdem. Defensiv dasselbe Spiel. Die Verteidiger schade, dass man das nicht von offensiv und defensiv gleichzeitig übernehmen kann. So. Ja. Nee. Trotzdem sollen sie vorne stehen bleiben. Dass die Verteidiger mal nach ganz hinten. Die können auch da unten hinten stehen bleiben, damit sie nicht völlig verwirrt sind. Ah, die Stürmer haben ziemlich viel zu laufen. Ja. Das kann man so lassen. Das auch.
Da sieht man schon, wie weit die auseinander stehen. Gut. Fertig. Dann haben wir die Taktik auch, die nehmen wir jetzt auch, die nutzen wir jetzt mal auch, mal gucken, wie das funktioniert mit Negredo als defensiven Mittelfeld, als defensiven Stürmer. Schnelltaktiken, eine müssen wir ja auch erstellen. Wir nehmen mal das Überlaufen weg. Ja, das Überlaufen weg. Taktik erstellen. Und zwar. Ja, Taktik 1 mit dem Sturm. Ich glaube, die habe ich ja extra erstellt, damit der linke Mittelfeldspieler. Ah ja, deswegen. So, Taktik erstellen. Taktik, lassen wir mal so, dass die, Kagawa. Oh, das ist jetzt die Manchester. Young von Percy. Schnelltaktik erstellen. Ja, dass die nach vorne laufen, ne? Dass die nach vorne laufen. Und ich glaube, ausscharren. Ausscharren ist gut. Nee, ausscharren ist scheiße. Nach vorne laufen. Wobei die Verteidiger auch nach vorne laufen. Bis an die Mittelfeldlinie. Denn wir müssen gar kein Tor machen mit dieser Schnelltaktik, ne? Wir müssen sie nur einsetzen. So, der dann nach vorne. Na, das nennen wir einfach mal. LP-Taktik. LP-Ta. Nee, LP-Taktik ist auch scheiße. Kann man das nennen? Aufgabe nenne ich es mal. Aufgabe. Weil die Taktik, diese Schnelltaktiken brauche ich eigentlich in diesem Spiel. Überhaupt nicht. Aber einmal müssen wir sie wahrscheinlich einsetzen. Also. Dann überlaufen weg. Abseitsfalle sowieso. Und keine Steuerung. Aufgabe, Aufgabe. Also. Los geht's. Nach gefühlten. Ja. Der Part wird extrem lange, aber los geht's mit dem Spiel zwischen Manchester United und Manchester City. Mit dieser Taktik, mit dieser Schnelltaktik und ich hoffe, dass das... Ach du Kacke, ich wollte das jetzt doch gar nicht so, ich wollte das doch so. Die Blues gegen die Reds und so. Und los geht's. Los geht's mit dem Spiel und das Spiel hatten wir schon mal vor kurzem. Ja. Nach diesem Spiel kommen diese ganzen Freundschaftsspiele. Nicht in diesem Modus, sondern im Abtauschfeld. Da gibt es ja auch noch Aufgaben. Irgendwie mit diesen Grätschen und alles mögliche. Es ist echt grausam. Aber trotzdem, los geht's mit dem Spiel zwischen Manchester United und Manchester City. Dritte Runde, es geht los. Kagawa. Und Einwurf. Kagawa. Tsunami. Rooney. Rooney. Und Hartheld. Ein Derby, was man auf allerhöchstem Niveau nennen darf. Denn es ist jetzt so ein bisschen Rachezeit für die verkorkste Spiel in der Liga. Was erst vor kurzem hatten, vor zwei Wochen oder so, spielzeitentechnisch und es ist Abseits. Vor zwei Wochen, wo es die riesen Klatsche gab für Manchester United. Und nun heißt es Rache nehmen zu Hause an der Old Trafford.
Negredo ist das. Negredo! Nichts war's mit dem 1:0. Ein Pokal hat immer seine eigenen Regeln. Das weiß jeder. Und jedes Team kann zu jedem Zeitpunkt ausscheiden. Selbst ein ungeschlagenes Team in der Liga. Young ist da. Negredo. Van Persie. Und Negredo abseits. Zu weit nach vorne gelaufen war das. Leider, aber auch nur ganz knapp. Hauchdünn im Abseits. Kagawa. Van Persie. Nani. Nochmal Van Persie. Kagawa. Van Persie. Gegen die Latte. Anscheinend funktioniert das nicht so ganz mit dieser neuen Taktik hier. Und das auch noch gegen den Erzrivalen. Das mag gar nichts Gutes heißen. Balotelli. Negredo. Negredo. 1:0 durch Negredo. Erstmal, den Elfmeter will man nicht haben. Man will nämlich einfach wirklich so ein Tor schießen. Und man macht es. Negredo 1:0. Jetzt heißt es eigentlich nur das Spiel halten. Oder halt den Gegner noch mehr demütigen. Wobei, ich glaube, die Cities entscheiden sich für mehr demütigen. 1:0 der Halbzeitstand. Und damit können wir uns auf eine zweite interessante Hälfte freuen. Los geht's. Negredo. Und super gemacht. Ecke. Götze. Checo. Negredo. Negredo und das 2:0. Die Cities machen weiter. Anscheinend hat es erstmal ein bisschen gedauert, um die Taktik irgendwie jetzt in irgendeiner Hinsicht hinzukriegen. Aber was wird, was lange ist, wird irgendwann. Van Persie. Da steht aber kein Rooney in der Mitte. Deswegen keine gute Chance. So, Checo jetzt aber. Ganz alleine vorm Tor. Checo. Da kommen sie alle. Checo. Und der Gera hält. Und Kopfball Checo. Und geblockt. Von, ich glaube, Ferdinand war es. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. So, nächster Angriff über Nasri. Negredo. Negredo, macht er den Hattrick? Nein. Kriegt er nicht hin? Oder will ihn noch nicht? Und abseits, was macht der Negredo da?
Das war ein super Schuss. Und Negredo, der steht da zwar, aber duckt sich viel zu spät. Nach vorne passen, ja. Aber andersrum wäre es sowieso abseits gewesen, denn der Torhüter war ja eigentlich verwirrt dadurch. Es gibt ja so eine Regel, dass der Torhüter nicht verwirrt sein darf hinsichtlich des Abspiels. Irgendwie so eine Art ist der, ist die Regel. Durch Sichtverdeckung, und das war ja in dem Falle schon der Fall, dass Negredo ja nämlich davor stand. Young. Evra. Zurück zu Young. Nani. Und Rooney kriegt den aber nicht. Und jetzt geht's wieder in die andere Ecke. Balotelli. Balotelli. Chico, was machst du? Gut gemacht, gut verteidigt von Manchester United, aber trotzdem ist es das Aus. City ist in der nächsten Runde und hat damit den Erzrivalen selbstständig eliminiert. Nur erstelle und nutze eine eigene Formation, überdachter Trainingsplatz. Erstelle und nutze eine eigene Schnelltaktik, Springbrunnen. Durch so eine Schnelltaktik haben wir jetzt kein Tor gemacht, ne? Hm, egal. So, die anderen Spiele muss ich jetzt einfach, echt, muss ich jetzt alle wieder sagen. Ja, haben wir einige. Derby County gegen Bristol City 1:3. Nottingham Forest gegen Huddersfield 2:0. Melwell gegen MK Dons 1:0. QPR gegen Wigan Athletics 2:3. Hull City gegen Aston Villa 0:3. Blackpool gegen West Brom 1:3. Manchester United gegen Manchester City 0:2. Brentford gegen Liverpool 0:1. Swansea gegen Leicester City 2:0. Sunderland gegen Leeds 1:0. Norwich gegen Everton 0:1. Tranmere Rovers gegen Cardiff City 0:2. Newcastle gegen Stoke City 1:2. Middlesbrough gegen Fleetwood Town 4:1. Birmingham gegen Brighton 3:1. Und Bolton gegen Sheffield United 1:0. Und damit in der vierten Runde gucken wir mal, wer unser Gegner ist. Als nächstes ging gegen Aston Villa, also das Topspiel. Der erste gegen den zweiten. Ich glaube, Aston hat noch nicht mal hier irgendwie große Niederlagen. Doch, eine. Ich dachte, die haben irgendwie zwei Unentschieden gesammelt. Kalender. Kalender. Als nächstes Gegner ist Liverpool. Da könnt ihr euch drauf freuen, oder auch nicht. Wir gehen jetzt auf Beenden und sagen ja. Und sehen erstmal, was da alles jetzt hier unten passiert ist. Ja, mal wieder weg. Und Level 22, neuer Spieler. Und damit verabschiede ich mich meinerseits. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt, nämlich zu Freundschaft spielen. Und ja, bis dann und tschüss.